Kennst du das auch? Du fährst mit deinem Fahrzeug durch die Gegend und kommst an und deine Aufbaubatterie ist leer. Wie wäre das, wenn du ankommst und deine Fahrzeugbatterie wäre voll? In diesem Video erzähle ich dir, wie ich das mit dem Ladebooster von Mektron umsetze. Wenn dir mein Video gefällt, hinterlass mir gerne einen Like und auch über jedes Abo freue ich mich. Alles weitere folgt wie immer nach dem Intro. Hi, ich bin der Markus und ich möchte dir heute erzählen, wie der Ladebooster funktioniert bzw. wie er eingebaut wird und auch wie ich ihn in Betrieb nehme. Kommen wir zum ersten Kapitel. Die Funktion ist ganz einfach. Der Ladebooster entnimmt der Starterbatterie Ladung, im Prinzip Leistung, um die Aufbaubatterie zu laden. Wie passiert das? Er hat ein kleines Relais wahrscheinlich innen drin oder Mikroprozessor, was auch immer. Und schaltet dann durch. Das ist dieser sogenannte Ladebooster. Das ist jetzt von der Firma Victron. Den gibt es auch von der Firma WCS Goch, Vtronic und hat man nicht gesehen. Ich habe mich für diese entschieden, weil ich schon die anderen Gerätschaften habe. Beziehungsweise was heißt Gerätschaften? Ich habe zwei Geräte, den Servo und den Smartstand habe ich. Und dieses Gerät soll mir jetzt dazu helfen, dass ich während der Fahrt meine Aufbaubatterie geladen bekomme. Beziehungsweise erhalten kann. Der hat auch eine Funktion, also nicht nur die Funktion, sondern er hat die intelligente Lichtmaschinenerkennung. Das heißt, er erkennt, okay, die Spannung geht hoch von der Starterbatterie, dann wartet er 3 Minuten, das ist voreingestellt die Zeit, und dann schaltet er den Plus durch, um die Aufbaubatterie zu laden. Wenn der Motor abgestellt, das stellt er dann auch fest und dann wartet er noch 60 Sekunden, prüft nochmal, ist der Motor immer noch abgestellt bzw. liefert die Lichtmaschine keinen Strom mehr, dann schaltet auch der Ladebooster aus. Das ist diese intelligente Lichtmaschinenerkennung. Der zweite Vorteil, den er hat, er benötigt nicht unbedingt ein D-Plus-Signal, was andere doch noch brauchen. Und intelligente Lichtmaschinen haben selten ein D-Plus-Signal. Jetzt kommen wir zum Einbau und da wird's praktisch. Da nehme ich euch mit raus. So, zuallererst, was wir machen, ist, wir ziehen mal den Landstromstecker. Legen den hier hin und dann mache ich das Batteriefach auf und lege den Schalter um. Somit habe ich jetzt das Wohnmobil stromlos geschaltet. Hier oben seht ihr nochmal den Schalter, den ich gerade gemeint habe. Jetzt werde ich als nächstes die Batterie ausbauen, weil dahinter soll der Ladebooster platziert werden. Und dazu, das werde ich jetzt aber nicht filmen, wie ich das mache, sondern das seht ihr dann gleich in der nächsten Sequenz. Als nächstes muss ich die Abdeckung von der Starterbatterie abbauen. Das ist bei meinem Renault Master hier unten drunter. Na, ich gehe noch mal ein bisschen tiefer. Dazu muss ich diese paar Schrauben hier lösen und dann kann ich die Abdeckung abnehmen. Und dann sollte ich die Starterbatterie sehen. So, ich habe jetzt die Abdeckung ab. Man sieht es hier. Und jetzt schaut mal, hier ist mein Plus. Und jetzt mache ich den mal auf. Und ich dachte, das wäre ganz einfach. Das ist wahrscheinlich auch relativ einfach. Und zwar habe ich hier mehrere Sicherungen. Jetzt sehe ich hier, das könnte das Kabel sein oder das könnte es sein. Das werde ich jetzt natürlich einmal durchklingeln, damit ich auch das richtige Kabel abklemme, weil ich musste das ersetzen gegen ein 16 Quadrat, weil das die Länge größer ist, brauche ich halt ein 16 Quadrat Kabel gegenüber dem Kabel, was hier vorher drin lag. Ja, ich scheine doch Glück gehabt zu haben. Ich brauche das Kabel nicht tauschen, erfreulicherweise, weil hier schon Kabel verlegt, was eigentlich ausreichend dimensioniert ist. Auch mit 80 Ampere schon abgesichert ist. Ich werde jetzt noch die Sicherung tauschen gegen eine 60 Ampere Sicherung, weil das einfach Victron empfiehlt. Und dann werde ich hinten weitermachen. Ja, den Ladebooster habe ich jetzt tatsächlich schon positioniert. Ich zeige euch das mal. Da hinten sitzt er. Jetzt muss ich den natürlich noch verdrahten, also verkabeln sozusagen. Und dann geht es an die Betriebnahme schon. Zeige euch das noch mal, wenn ich den verdrahtet habe, wie ich das gemacht habe. Ja, und dann machen wir anschließend gemeinsam die Inbetriebnahme. Oh, ja, ich glaube, ich habe eben vergessen aufzunehmen, aber das ist gar nicht schlimm. Ja, hier vorne habe ich tatsächlich gar nichts ändern müssen. Und hier hinten habe ich lediglich
das Pluskabel, das was von der Starterbatterie kommt, anschließen müssen an den Ladebooster. Dann habe ich noch den Ausgang plus hier oben an den Verteiler angeschlossen und den Ausgang minus hier oben an den Verteiler angeschlossen. Das ist das große und Ganze, was so gemacht werden muss. Und jetzt seht ihr schon, der Bluetooth-Button blinkt. Das heißt, er will jetzt konfiguriert werden. Und das werde ich jetzt tun mit euch zusammen. Und zwar werde ich dafür umschwenken auf die Handykamera. Jetzt ist das Gerät eingebaut und ich werde jetzt die Wegtron-App öffnen, um ein paar Einstellungen vorzunehmen, wenn sie nicht schon eingestellt sind. Hier sehen wir jetzt meine ganzen Geräte, die ich habe, unter anderem den Orion Smart HQ, hat man nicht gesehen. Das ist der Ladebooster, da klicken wir jetzt mal drauf. Dann verbindet er sich mit dem Gerät. Wir sehen die Eingangsspannung von 12,8 Volt, das ist in dem Fall unsere Starterbatterie. Und die Ausgangsspannung wird zurzeit nicht angezeigt, weil der Ladebooster aus ist. Ist auch richtig so in dem Fall, weil mein Motor zurzeit nicht läuft. Jetzt gehen wir hier oben auf das Zahnrad, klicken dann hier auf Funktion und dort können wir unterscheiden zwischen Stromversorgung und Ladegerät. Wenn wir Ladegerät aktivieren, kommt automatisch dieser Bereich Batterieeinstellung. Wenn wir jetzt da tiefer reingehen, dann kann man verschiedene Modis vorwählen. Das ist in unserem Fall Batterievoreinstellung heißt es. Und hier habe ich jetzt die Möglichkeit, Werkseinstellungen, Benutzer definiert, Voreinstellungen auswählen, Voreinstellungen bearbeiten und so weiter und so fort. Ich gehe auf Voreinstellungen auswählen und dann fragt er mich, welche Batterie ich habe. Eine AGM-Batterie oder eine Gel-Batterie von Victron oder eine Victron Long Life-Batterie, eine Tubular Plate Traction und so weiter und so fort oder eine Smart Lithium. Ich habe in meinem Fall eine AGM und dann gehe ich auf OK. Dann wird automatisch die Absorptionsspannung, die Erhaltungsspannung, die Bulkspannung, die Zeitbegrenzung, bla bla bla, wird alles automatisch eingestellt. Man braucht sich um nichts weiteres kümmern und das Ganze ist erledigt. Und dann kann man noch die Lichtmaschine einstellen. Was für eine Lichtmaschine hat man? Eine normale Lichtmaschine, eine intelligente Lichtmaschine und eine benutzerdefinierte Lichtmaschine. Wenn ich jetzt auf normale Lichtmaschine gehe, dann ändern sich, glaube ich, nur die Werte. Ich kann auch mal auf intelligente gehen. Da ändern sich ein paar Werte und mehr nicht. Dann kann ich noch die Möglichkeit, die Motorabschaltungserkennung zu aktivieren. Wenn ich die deaktiviere, wird davon ausgegangen, dass der Motor immer läuft. Das war es im Großen und Ganzen auch schon, was man einstellen kann. Ich werde das natürlich auch gleich noch testen. Ich mache jetzt mal den Motor an. Jetzt sieht man, dass die Spannung ein bisschen zusammengebrochen ist, aber das ist gar nicht schlimm, weil die Lichtmaschine schickt schon Leistung hinterher. Jetzt hat der Ladebooster durchgeschaltet und wird jetzt geladen. Mit einem Strom von 30 Ampere eigentlich. Jetzt muss man noch den Kühlschrank abziehen von 17 Ampere. Das heißt, er sollte eigentlich mit 13 Ampere laden. Ja, der Test war erfolgreich und der Einbau war mega einfach. Auch die Inbetriebnahme war jetzt nicht so kompliziert gewesen. Man braucht allerdings ein Smartphone, ohne den geht es halt nicht. Ich musste noch etwas nachjustieren, das heißt, ich habe die Bulkladungsspannung ein bisschen runter geregelt und ich habe auch die Absorptionsspannung ein bisschen runter geregelt, weil ich festgestellt habe, die war zu hoch gewesen. Nächste Woche stellen wir euch
unser Video vor Fazit Marina di Venezia mit 5 Personen, beziehungsweise 2 Erwachsene, 3 Kinder und 2 Hunden. Wenn du dich das interessiert, schalte doch wieder ein. Und dann bleibt mir noch zu sagen, heute ist nicht alle Tage, keine Frage. Ich komme wieder. Also, bis bald.